Heute ist bekanntlich Black Friday, der schwarze Freitag. Und die Frage ist, wird es auch ein schwarzer Freitag heute für die Aktienmärkte? Es ist diese neue Variante aus Südafrika, die hier plötzlich für eine totale Verunsicherung sorgt. Und eigentlich hatten die Märkte ja Corona schon längst abgehakt. Dann kam Österreich mit dem Lockdown, mit der Impfpflicht ab März. Das hat so ein bisschen reingehauen. Dann hat man sich gesagt, ach komm, lass uns doch weitermachen, trotz steigender Corona-Zahlen. Lass uns einfach weitermachen. Wir wollen die Weihnachtsrallye haben, trotz hawkischer Wende der Fed, die klar gemacht hat, Inflationsbekämpfung ist unser oberstes Ziel jetzt. Aber jetzt kommt möglicherweise eine Dimension ins Spiel, die wieder alles umkrempelt. Und wie das passieren kann, das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Ein Kollege aus Asien hat es so formuliert, der ein Marktbeobachter ist. Ich bin in seinem Verteiler. Die asiatischen Aktienmärkte stehen heute Morgen unter starkem Verkaufsdruck, da die Anleger durch das Auftauchen einer stark mutierten Variante von Covid-19 in Südafrika, liebevoll B11529 genannt, aufgeschreckt wurden. Jetzt gibt es schon einige Beschränkungen. Wir sehen hier den Nikkei minus 2,84%. Wir sehen die Futures tiefrot. Bei den US-Futures, das also ist der Stand der Dinge. Schauen wir uns das mal hier etwa an. S&P Mini-Future gestern, ja, ein ziemlich laller Handel an Thanksgiving. Da war nicht viel los und wir sehen, dass es praktisch an allen Fronten nach unten geht. Wir sehen, dass die Anleiherenditen fallen. Wir sehen, dass Rohstoffe fallen wie Brent Crude. Man fürchtet also, dass da möglicherweise neue Lockdowns kommen, dass da neue Dinge passieren, dazu gleich mehr. Jedenfalls geht alles parallel runter. Es geht interessanterweise auch Bitcoin runter. Also wir sehen, das ist dann immer dieses Phänomen der Liquidität. Entweder es geht Liquidität in Assets rein oder es geht Liquidität aus Assets raus. Jetzt geht man erstmal raus, weil da einige Unbestimmtheiten sind, zu denen ich gleich noch komme. Jetzt sehen wir mal hier, alle sind natürlich auf der Long-Seite positioniert. Weihnachtsrally, keiner will doch die Weihnachtsrally verpassen. NAAIM Exposure, hier also praktisch die Vermögensverwalter, die sind mit 104 etwa auf der Long-Seite. 100 ist maximal, das heißt, man ist noch gehebelt auf der Aktienseite. Wir sehen, dass unten in 2021 so viel Geld in Aktienmärkte geflossen ist wie noch nie. Aber was ist, wenn jetzt die Impfstoffe nicht gegen diese neue Mutation wirken? Was ist, wenn auch das Pfizer-Medikament nicht gegen diese neue Mutation wirkt? Das ist etwas, was auch Cathy Wood nicht mehr helfen würde. Das vielleicht noch abschließend hier zu den Märkten und den Marktreaktionen. Wir sehen ja, dass der ARK Innovation, ARK K, dass da sehr, sehr viel Geld rausgeflossen ist, dass der sehr viel schlechter läuft als eben etwa der Nasdaq, der ARK mit 15% im Minus. Nasdaq 26% im Minus, also 40% Underperformance. Jetzt hat sie sich besorgt gezeigt, dass die geneigten Investoren, die jetzt das Geld rausziehen aus ihrem ARK, die nächste große Rallye verpassen. Naja, vielleicht sind die aber auch ein bisschen klüger, als die gute Cathy, meine zweitbeste Freundin, denkt. Und ziehen die Reißleine, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Jetzt ist für mich die entscheidende Frage, was ist, wenn die Impfstoffe nicht wirken, die bisherigen Impfstoffe? Dann wäre alles eigentlich für die Katz gewesen. Man müsste dann wieder einen neuen Impfstoff entwickeln. Das würde dauern, das würde zwar schneller gehen als nach Entdeckung des Coronavirus, vermutlich. Aber es würde wieder dauern, es würde vieles zunichte machen, was bisher der Fall gewesen ist. Jetzt gibt es aber noch eine Hoffnung, das ist das Pfizer-Medikament. Und da hat mir jemand, der Luca, sei gegrüßt, wenn du es hörst, der sich mit mRNA-Impfstoffen beschäftigt hat, da seine Promotion gemacht hat, sagt, ich bin da sehr optimistisch, dass das Pfizer-Medikament dagegen wirkt. Kann er aber noch nicht abschließend sagen. Aber das ist natürlich jetzt die große Frage. Wenn es eine wirksames Gegenmittel gibt, ob als Impfstoff oder als Medikament, dann wäre alles nicht so dramatisch, dann wäre diese Reaktion überzogen. Das ist das eine. Andererseits könnte man sagen, naja, guckst du, wenn wir jetzt in neue Lockdowns gehen, dann kommen bald wieder neue Stimulusmaßnahmen durch die Regierungen, dann würde die Fed doch nicht die Zinsen anheben, würde möglicherweise doch nicht das Tapering schneller betreiben. Also wir sehen, wie verrückt diese Welt ist. Goldman Sachs hat ja gesagt, also wir erwarten 3 Zinsanhebungen in 2022. All das wäre dann wieder für die Katz. Hier mal das Schaubild, das Goldman Sachs hier
gebracht hat. Juni, September und Dezember ist man davon ausgegangen bisher, dass es Zinsanhebungen gibt. Also wir sehen, das Beste, was den Aktienmärkten ja passieren konnte, war eben das Auftauchen des Coronavirus, wenn man zynisch sein könnte, denn dann sind die Notenbanken all in gegangen. Die Regierungen all in gegangen, Stimulus etc., Lockdown, die Unternehmen verdienen kein Geld, egal, Hauptsache die Flut hebt alle Boote, das war das Motto. Also man kann es auch von dieser bullischen Seite betrachten, und meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass ich immer den Fokus auf der bullischen Seite habe. Jetzt gucken wir uns aber das Virus schon mal an, B11529. Wir sehen die Verbreitung offenkundig gleich so nach oben, deutlich stärker als Delta oder Beta. Delta war ja diese Variante, die in Indien aufgetaucht ist, hat man anfangs auch nicht so ernst genommen, aber das ist schon eine ziemlich schnelle Geschichte. Und jetzt kommt der Karl Lauterbach, der möglicherweise doch nicht Gesundheitsminister wird, tragischerweise. Der hat gesagt, also hoffentlich bestätigt sich nicht, was diese Grafik zeigt. Wenn ja, müssen sofort Reisebeschränkungen erfolgen. Wir müssen Zeit gewinnen. Und jetzt kommt der Satz, nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein. Und natürlich, diese laufende Welle ist ziemlich heftig. Wir sehen jetzt eben das, was Lauterbach hier fordert. Vorhin die Meldung, bevor ich jetzt hier vor die Kamera getreten bin, dass Deutschland Reisebeschränkungen gegenüber Südafrika erlässt. Das hat UK schon gemacht. Hier sagte der Gesundheitsminister, kann sein, dass diese Vaccines da weniger effektiv sind oder gar nicht effektiv sind. Singapur hat schon den Flugverkehr gestoppt aus Südafrika. Japan hat es auch. Wir haben bisher bestätigte Fälle in Südafrika, Botswana und zwei wohl in Hongkong. Das ist derzeit Stand der Dinge. Ist das schlimmer als alles, was bisher gesehen wurde? Offenkundig die Mutation noch deutlich schneller. Das heißt, da kommen dann immer weitere Varianten in rasender Schnelle und das ist möglicherweise von einem anderen Virusstamm. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, um ehrlich zu sein, aber jedenfalls, das scheint eine sehr komplexe Materie zu sein. Jetzt ist eben die Frage, wie geht man damit um? Best Case wäre, alles klar, man sagte heute schon oder morgen oder wann auch immer, alles klar, hier die Impfstoffe wirken, das dürfte kein Problem sein, oder das Medikament von Pfizer. Dann wäre Pfizer eine gute Wahl als Aktie möglicherweise, aber wie gesagt, das weiß man nicht, das ist eben gut die Frage. Weiterdenken könnte es dann bedeuten, dann hätten wir die hawkische Wende der Fed vielleicht nicht mehr, wenn jetzt auch die Amerikaner irgendwie komplett wieder in einen Lockdown gehen müssten, obwohl sie das ausgeschlossen haben. Aber wer kann schon in dieser Situation etwas ausschließen? Uns hat man auch gesagt, wir werden nie wieder in einen Lockdown gehen, und es gibt zumindest in Deutschland einige Bereiche, die in diesem Lockdown sind. Hier sehen wir mal etwa die Corona-Zahlen, heute ja ein neuer Rekord wieder. Wenn wir das sehen, das ist also deutlich mehr als alles, was in den bisherigen Wellen der Fall gewesen ist. Das ist noch viel krasser als eben das, was wir hier gesehen haben. Und wir sehen, da gibt es jetzt offenkundig Auseinandersetzungen zwischen dem Kanzleramt und der neuen Ampel, der neuen Regierung. Wir haben heute jetzt 76.400 Fälle, Inzidenz bei 438. Das ist alles jeweils ein neuer Rekord, aber wenn wir uns mal die Intensivbetten anschauen, also die Belegung auf den Intensivstationen, dann sind hier die Corona-Erkrankten zu zwei Drittel älter als 59 Jahre. Also hier die schweren Fälle sind weitgehend eben auf die ältere Bevölkerung weiterhin konzentriert. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage jetzt. Wir haben eine gewisse Panik, wir haben die Leute völlig einseitig natürlich positioniert, eine Weihnachtsrallye erwartend, möglicherweise aber ist alles nicht so schlimm, wenn Impfstoff wirkt oder Medikament von Pfizer wirkt. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man ein bisschen weiter denkt, super, dann wird es wieder Geld regnen von den Regierungen und von den Notenbanken, wenn wirklich jetzt nichts gegen dieses Virus getan werden kann. Die Ausgangslage ist vergleichsweise komplex, aber wir sehen, was sollen die Notenbanken tun, wenn sie weiter eben Geld in die Märkte pumpen. Wir sehen heute die Importpreise aus Deutschland explodieren, stärkster Anstieg seit 41 Jahren. Zum Vormonat wohlgemerkt 3,8%, erwartet 1,9%, und zum Vorjahresmonat 21,7%. Erwartet waren hier nur 19,6%, und alles, was über 20% ist, das ist schon heftig, nicht wahr? Na klar, wir hatten den Basiseffekt, letztes Jahr sind die Preise ja um die Zeit ziemlich stark runtergekommen. DAX stürzt vorbörslich über 300 Punkte ab. Was ist passiert? Was ist jetzt zu tun? Diesen Artikel von Stefan Jäger werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Der gibt einen Einblick, eine Einschätzung, wie die Dinge hier weitergehen könnten. Schauen Sie sich das ruhig mal an.
Eigentlich habe ich ja gedacht, ich stehe auf und was soll ich Ihnen jetzt Neues erzählen? Das wird ziemlich fade. Dann gucke ich die Futures tiefrot. Ich denke mir, was ist da passiert? Heute der Handel in den USA ja verkürzt bis 19 Uhr deutscher Zeit. Das könnten intensive Stunden werden. Das wird ein ziemlich wilder Ritt. Das könnte ein schwarzer Freitag werden oder wir sehen dann wieder eine massive Rallye. Who knows? Ich bin gespannt heute Abend im Marktgeflüster. Mehr dazu. Servus und ciao.